Pneumatic Designs, ja. Das kennt man in der Szene. Ja. Ist es jung, ist es hip? Es ist hip, es ist trendy, es ist cool, es ist crazy. Und diese Hose ist auch der absolute Wahnsinn. Es ist, ich habe vorhin einsitzen müssen, weil heute Mittag konnte ich noch nicht sitzen. Wirklich, ist die neu? Die ist neu und eng und... Die muss aber so sein. Das sieht man jetzt bei vielen jungen Frauen, diese Hosen, die wirklich so knapp sitzen, dass man sagt, also... Da passt nicht viel drunter. Genau. If you know what I mean. Ja, natürlich. Das letzte Mal, als ich dich gesehen habe, warst du ganz schick im Abendkleid. Da haben wir diese Sendung aufgezeichnet. Mm, ja? Davon hat natürlich noch niemand was gehört. Naja, es gab da Geschichten, weil, sag mal so, ich habe dir als kollegiale Anerkennung mal an die Brust gefasst. Ach, deswegen hast du das gemacht? Ja, oder hast du es anders... Ich dachte, du hast da 4 Jahre drauf hingearbeitet. Naja, also man stellt sich das immer wieder vor und so. Es gibt ja dann doch Gäste, wo man sagt, da wird man das mal in Erwägung ziehen oder da macht man es mal so. Aber in dem Fall, weil die Atmosphäre zwischen uns irgendwie so herzlich war, oder? Naja, es lag wahrscheinlich an der Flasche Shampoos, die dann alle war, oder? War die bis dahin schon alle? Die war schon alle, ja. Wieso? Das Publikum soll selber entscheiden. Wir haben den Ausschnitt hier, schauen Sie hier. Oh je. Weißt du, er müsste, glaube ich, mein Vertrauen haben. Indem ich das Gefühl habe, dass er dich so behandelt, wie ich dich all die Jahre behandelt habe. Dass ich das Gefühl habe, wenn ich dich als meine Tochter anvertraue, dann hat er das Herz auf dem rechten Fleck. Jetzt hast du Angst, ne? Ja, zu Recht. Die Eisendrechsel! Das war aus der Spontanität raus, oder? Damit habe ich nicht gerechnet, Harald. Ja, ich habe das auch ja nicht vorher mit zurechtgelegt, sondern es gab sich irgendwie so. Ja? Aber ich hab das jetzt nicht provoziert. Nicht, dass Nein. da falsche Eindrücke entstehen. Nee, hast du wirklich nicht. Nee, habe ich nicht. Hast du wirklich nicht. Nee. Wir zeigen nachher, wie du dich remarchiert hast. Hm. Ja? Und das habe ich. Ja, ja. Aber wahrscheinlich sehr viel charmanter, als die meisten wahrscheinlich denken. Ja? Dieses Osborne-Weekend ist ja nicht das Einzige, was du in nächster Zeit machst. Du bist jetzt auf dem Weg zur großen Gala. Ey, das finde ich total klasse. Ja. Ja. Ich mache das ja total gerne, irgendwo rauszukommen und da sitzen 1000 Leute und die klatschen. Ja. Das finde ich toll. Und das kann ich jetzt mal demnächst machen. Am 1. Oktober so ein Fashion Award für MTV, ja, ja, in Berlin. Da lade ich dich herzlich zu ein übrigens. Fashion Award. Richtig geile Models, halbnackt auf dem Laufsteg. Du kannst mittendrin sein, wenn du Bock hast. Ich kann da unten sitzen? Du kannst da sitzen, ja. Ja, aber das ist nicht so zwischen Jürgen Drews und nein? Nein? Nein, zwischen coolen Bands. Hier gestern war ja eine da. Solche Leute kommen da. Wirklich wahr? Ja, klar. Und das sind Profi-Models, die da oben laufen? Absolut. Ja. Und dann Traumtänzer, das ist so eine Varieté-Show für die ARD, meine erste Gala. Da stehe ich ja drauf, Varieté, das sind so Leute auf dem Hochrad und... Moment, Moment. Also dachte ich auch erst und dachte so, nee, das kannst du nicht moderieren, ja, ist ja voll antiquiert und so, also irgendwie old-fashioned. Da haben die mir Bänder geschickt. Hast du nicht gesehen, ja? So, ich meine, die haben ja alle richtig geile Bodies. Also ja. da ist kein Gramm Fett, ja. Und spätestens als ich da so einen Typen gesehen habe, der dann halbnackt in eine Badewanne gestiegen ist und sich so aufgehangen hat, da dachte ich so, ich moderiere das. Also sind richtig coole Leute. Oder in einer Halfpipe mit Skates und Jonglieren. Und richtig geile Technomucke. Also das hat nichts mehr mit dem früher zu tun, dass dann einer seine Frau zersägt hat oder so, nee, sondern es ist richtig modernes Varieté. Cool, ja. Und das macht der Hessische Rundfunk? Ja, 3 Vorentscheidungen und dann die ARD-Gala am 17. August. Abends 20.15 Uhr? 21 Uhr. Oh, das ist ja eine richtige... Ist das volles live? Rohr, live. Ja? Ja. Ach, voll geil, war das, das wusste ich gar nicht. War das immer so ein Traum von dir, so in der ARD, so eine große Gala zu moderieren? Nö, aber die haben mich halt gefragt. Ja, und wo in Frankfurt wurde das gemacht? Frankfurt? Nicht? Hessische Rundfunk? In Kassel. In Kassel? Ja. In Kassel? Ja, ich fahre jetzt mit. Das ist ja in der ersten 14. Reihe Hans Eichel oder wer oder was? Nein. In Kassel, ist das dieser Bahnhof oder wie? Ja, genau. Ja, ja. Oh, ich kenne die Veranstaltung. Echt? Ja, klar. Warst du das schon? Die habe ich letztes Jahr gesehen. Da vor 2. Verona Feldbusch moderiert. Verona Feldbusch hat man moderiert, wäre zu viel gesagt, aber. also, da hast du schon mal gewonnen. Da hast du schon mal gewonnen. Ja, ja. Toll. Was macht die Liebe? Oh. Letztes Mal hast du ja geglüht hier vor frischer Liebe. Ein australischer Surfweltmeister, glaube ich, war es. Nein, es war ein Türsteher. Ein Türsteher, ja, aber... Ja, du musst irgendwas mit Holz unter den Füßen, ja.
Und es war also, es war große Liebe und du hast gesagt, du hast ihn einfliegen lassen und Telefonsex die Woche, war die große Nummer. Ja, das haben wir versucht, das haben wir nicht geschafft. War nicht. Hab ich erzählt. Er kam ja dann genau in der Woche, nachdem ich hier war, nach Berlin. Ja. Ist auch 2 Monate geblieben, das war alles wunderbar. Dann ist er nach London zu seinem Bruder, weil er da einen Bruder hat und lebt da jetzt auch. Aber so einmal im Monat sehen, das funktioniert ja, halt das, nicht. Das geht nicht. Harald, das, ich bin wieder Single. Wirklich? Ja. Bist du auf der Suche? Schon, ich meine, wer will nicht so ein bisschen, ne? Ja, aber du hast ja letztes Mal gesagt, also sozusagen Typen für eine Nacht hättest du genug. Du willst eine Beziehung. Das ist das Ding halt, ne? So junge Dinger, dieses junge Gemüse, die haben ja echt keinen Bock auf Beziehung. Ja. Und das ist das Problem. Aber ihr habt doch bei MTV die Sendung, wie heißt die denn? Wo immer so zwei Typen mit... Dismissed. Ja, Dismissed. Wäre das nicht was Moderatoren Dismissed? Ich mache da jetzt auch mit, weil es gibt eine Promi-Version. Ja. Nein, wirklich? Würdest du gerne mit jemandem antreten? Nein, entschuldige mal, es gibt Prominente. Was ist denn da? Wen hat man denn dafür prominent erklärt? Was sind das denn für Leute, die da mitmachen? Promis, die sich rauswählen lassen? Das kommt noch. Denkt sich sowas eure Chefin aus? Ja. Wie ist die eigentlich drauf? Wie heißt die Katrin Mühlemann, ne? Boah, die ist, wir hatten letztens wieder so eine Party hier in Köln, Telemesse-Party. Ja. Die hat Kleider immer an, also so kurze Röcke hat selbst Britney Spears oder Janet Biedermann. Wirklich wahr? Die hat ja auch super Beine. Also ja, ich finde, die sieht gut aus. Ja. Wieso ist die mit diesem Andorfer zusammen? Der passt doch gar nicht zu ihr. Kenn ich gar nicht. Wer ist denn das? Und der Chef von RTL 2. Ach so, ach, ja. Danke für die Info. Wusste ich noch gar nicht. Den kennst du nicht? Nö. Ach so, hat die nicht so ein Foto von ihm auf dem Schreibtisch stehen? Oder warst du da noch nie in ihrem Büro? Ich bin ja in Berlin, wa? Wo sitzt sie? In München. Ach so, die Schweizerin, ja? Genau, die Schweizerin, die in München ist. Aber so richtig flippig. Die ist, also man muss echt mal gucken, wie die auf Partys rumläuft. Kurze Miniröcke, krass. Ich meine, die ist auch noch nicht so alt irgendwie. 38. Nee, echt? Stand im Fokus, ja. Sieht oder, aus wie 29. Oder 36. Ja, aber das ist diese Musik hält jung. Ich hoffe, ich kriege jetzt mehr Geld, Mensch. Wie lange geht dein Vertrag noch bei MTV? Endlos. Wirklich? Ja. Ja, klar. Du bist heutzutage ja auch darf man alt werden bei MTV. Ja, das ist schön. Früher kam ja da der Arzt mit der Spritze, aber mittlerweile... Mittlerweile darf man bei MTV in Würde alt werden, ja. Darf man. Wir machen, ja, was soll das für ein Typ sein? So Boygroup, so einen wie Sarah Connor jetzt hat? So, oder? Für mich? Ja. Nein. Nee. Wir machen kurz mal Werbung, dann vielleicht kannst du dann sagen, in welche Richtung, ja, dass okay. Es nicht so umsonst ist. Und wir zeigen noch deine wirklich schöne Revanche dafür, dass ich mal kurz geguckt habe, ob bei dir... alles sitzt. Alles sitzt. Schon klar. Ja? Kurze Pause, meine Damen und Herren, und dann Anastasia nackt. Und du siehst toll aus in der Moderation. Oh, sag mal, wenn diese Typen, ich glaube, dass du hier dich verstellst. Du lässt es krachen mit den Typen und die heulend kriechen die bei dir aus dem Hotelzimmer. Und du machst hier auf eine, ich finde keinen festen Partner. Ja, hallo, wie kommst du denn darauf? Ey, du magst auf jeden Fall keine behaarten Männer. Das hast du ja schon. Ich weiß, ich habe deine Gefühle verletzt. Nee, überhaupt nicht. Meine Gefühle sind nicht zu verletzen, ja. Aber du bist behaart. Ja gut, aber ich bin auch zu alt für dich. Das stimmt, das ist ja. Eine zweite Verletzung. Na, das macht dir nichts, weil eines Tages wird Sumner Redstone kommen und mit dir über deinen Vertrag sprechen. Ja, dann wirst du wünschen, ich sitze da. Ja! Schluss jetzt mit diesem Schabernack. Nein, ich stehe nicht auf One-Night-Stands, ich hätte gern einen Boyfriend. Und die ganzen jungen Dinger, die haben halt keinen Bock drauf. Und das ist echt ein Problem. Ich habe aber wirklich schon überlegt, ob ich nicht doch mal älter werden soll. Also jetzt in meiner Wahl der Männer. Wo wäre da das Limit? 26? Ja, kann ich verstehen. Obwohl, ich war eigentlich kurz davor, denn wie gesagt, also ich hatte ja Anastasia kurz mal geholfen, den Reißverschluss zuzumachen. Und dann kam die Reaktion, die sah so aus. Macht an Harald Schmidt, wenn er sich romantisch fühlt. Dann gehe ich kalt duschen, bis es vorbei ist. Schlusswort nichts mehr entgegensetzen. Jetzt werde ich etwas tun, was ich in meinem ganzen Leben noch nicht getan habe und noch nicht wieder tun werde. Wow. Wow, wow, wow. Mit der Zunge bis auf den Kinn. Ich war wirklich überrascht. Ja? Aber es fühlte sich gut an. Es fühlte sich auch dein Griff gut an. Also ja. Deswegen denke ich ja, alte Männer können ja vielleicht doch ganz gut. Na, wir haben eben die Erfahrung, weil wir uns nicht mehr bewegen wollen. Aber wie gesagt, wenn sie 26 sind, ja, und so eine leicht tuntige Ausstrahlung haben, also Brustwarzen rasiert und kahl, dann wäre das eigentlich... Das ist doch nicht tuntig. Nein, das ist nicht tuntig. Das ist der neue Typ von Männern. Metrosexuell, das ist das Traumwort. Männer, die sich waschen. Ja.
Metrosexuell. Ich sage es nochmal. Kommenden Wochenende. Es lohnt sich wirklich auf MTV den rund um die Tag, Uhr. Genau. Den ganzen Tag, Samstag und Sonntag, das große Osborne Weekend. Und am 17. August in der ARD das große Verona Feldbusch Keulen Gedächtnisfestival in Kassel, moderiert von Anastasia. Viel Erfolg, meine Liebe, Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Anastasia, morgen Abend, Star Search.